Nachdem der eigentliche Bahndamm nun gestrichen ist, möchte ich, bevor ich an das Verlegen der Gleise gehe, erstmal die Meeresflächen vorbereiten, weil da viel Farbe zum Einsatz kommt und das Ganze ein ziemliches Geschmiere ist. Ich habe mir für die Meeresflächen diese Buschfolien hier besorgt. Das tue ich mal gleich weg, denn so habe ich ein Meer noch nie gesehen in dieser Farbe. Wer kommt auf die Idee, so eine Meeresfläche mit Tackernadeln zu tackern? Die ist nicht gering genug, um es in einem Wisch zu schaffen. Da schneide ich sie lieber quer. Ich reiße mal kurz an. Dann will ich mal probieren, ob ich das mit der Schneidemaschine machen kann. Ja, soll ich das jetzt rechts und links überstehen lassen oder soll ich versuchen, das bündig zu kriegen? Rechts und links überstehen, um es dann nachträglich abzuschneiden. Ich probiere es mal gleich auf Anhieb bündig. Auf dieser Seite müsste ich 175,5, ja, mit 175 gut hinkommen. Und 175.
Jupp. So, diese Fläche muss jetzt aufgeklebt werden und zugleich aber auch in Meeresfarbe abgetönt. Das möchte ich in einem Rutsch tun. Mischgefäß. Etwas grün, etwas blau. Ich habe das Meer öfters grün gesehen als blau. Und immer wenn ich es sah, kam es mir doch ziemlich dunkel vor. Und damit das Ganze etwas bindiger wird, noch einen Schuss Ponal. So, jetzt muss die Meerwassersoße noch umgerührt werden. Ja, jetzt kommt auch Blau hoch, mischt sich mit dem Grün. Bevor das jetzt total zu einer grauen Einheitssoße verkommt, fülle ich das Zeug lieber nochmal um. Jetzt habe ich an der Oberfläche eine schöne grau-blau-graue Soße. Und die haue ich hier jetzt drauf, als würde ich spachteln. Das soll nicht nur beim ersten Mal decken, das soll beim ersten Mal auch die Folie kleben. Gucken, wie weit ich gehen muss. Jo. Wenn man genau von oben drauf guckt, kann man vielleicht erkennen, wo noch weiß zu sehen ist. Das tupfe ich dann gut ab.
wahrscheinlich alles erwischt zu haben. Ich ziehe das an den Seiten noch mal ein bisschen ab. Und dann kommt der spannende Augenblick, wo die Folie drauf muss. Schön andrücken. Wenn das an den Seiten jetzt beim Andrücken rausquillt, dann ist das an sich genau richtig. Und um das jetzt gehörig unter Druck zu setzen, gibt es nichts Besseres als ein bisschen Literatur. Kalter Stahl tut es natürlich auch. Das wäre der Teil. Ich tupfe wieder die Stellen, wo es weiß durchkommt, nochmal ab. Und presse die Folie auf. Versuche mal die Luftblasen rauszuhauen, die da noch drunter sitzen könnten. Sehe, wie die Flüssigkeit überall gut darunter verläuft. Doch hier wäre ein wenig Druck nicht schlecht.